Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sind wir in einem Badezimmer und es geht um einen Badezimmerspiegel bzw. Schrank, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Und den bauen wir mit euch Schritt für Schritt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir auch wieder. Wir haben die Stellung gewechselt, damit ihr auch ein bisschen besser das Fenster sehen könnt, das fertige Objekt. Das ganze Video ist in Zusammenarbeit mit Bosch Home & Garden entstanden. Und zwar haben wir dafür die 18-Volt-Serie verwendet, beziehungsweise Power for All. Darüber gab es auch mal ein extra Video, das werde ich euch mal hier oben verlinken. Das ist quasi ein Akku und damit könnt ihr ganz, ganz viele verschiedene Geräte verwenden. Nicht nur von Bosch Home & Garden und Bosch Home, sondern auch von anderen Herstellern. Hatten wir auch schon mal gemacht, ein Video, ne? Richtig, und du hattest das ja auch zu Hause schon im Einsatz. Ne? Der Staubsauger steht hier nebenan. Und mit diesem Akku bauen wir auch dieses Fenster hier. Also richtig toll, vielseitig einsetzbar. Mhm. Wir haben, wie man sehen kann, ein altes Bauernfenster verwendet. Und willst du ganz kurz anreißen, wo man so ein altes Fenster herbekommt? Das Fenster habe ich online ergattert. Das war gar nicht so einfach. Es hat relativ lange gedauert, weil es natürlich einige Dinge zu beachten gab. Es musste die Größe stimmen, es musste die Funktionalität stimmen, das Aussehen, das Alter, wie auch immer. Ihr müsst darauf achten, oder wir mussten jetzt für diesen Zweck darauf achten, dass die Fenster nach innen zu öffnen sind, damit wir das eben auch genau für diesen Zweck benutzen können, weil nach außen hätte es jetzt nicht wirklich viel gebracht. Würde es keinen Sinn machen, ne? Wenn ihr ein normales Spiegelfenster haben möchtet für das Badezimmer, dann geht es, aber ihr müsst halt gucken, dass es nach innen hin zu öffnen ist. Das ist das A und O bei diesem Fenster. Und natürlich, dass es passt, ne? Es gibt im Online-Markt ganz, ganz große, das war ziemlich schwer, ne? Ja. Und dann haben wir das Fenster mit unseren passenden Tools vorbereitet. Mhm. Es war ja ziemlich verschmutzt und stark eingegilt. Ja, ziemlich lange geschliffen haben wir. Da waren einige Farb- und Dreckschichten drauf. Ne? Und, da grinst du mich jetzt an. Ja, das war ziemlich staubig und dreckig. Also es war viel Arbeit mit dem Schleifen. Dafür haben wir diesen Advanced Multi 18, so hieß das, ne? Das war ganz cool, das Gerät. Ne? Das haben wir verwendet. Mhm. Da könnt ihr verschiedene Aufsätze drauf machen. Damit haben wir auch diesen Kit. Alte Fenster sind meistens eingekittet. Den haben wir damit rausgeschnitten und vorsichtig die Glasscheiben entnommen. Es ist ganz, ganz wichtig, ne? Mit dem Stecheisen nochmal nachgehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Glasfalz, so nennt man das, sauber macht, weil dann später ja unser Spiegelglas reinkommt. Genau, sonst passt das ja nicht mehr. Richtig, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dann die Bänder, die haben wir zusätzlich dann nochmal abgeschliffen. Mhm. Die haben sich auch zugesetzt mit ganz viel Lack und so und dann ging das sehr, sehr schwer auf und zu. Mhm. Dann nimmt ihr einfach ein Stück Schleifpapier und dann schleift ihr im Grunde die Lackreste runter. Ja. Und damit das alte Fenster auch eine zweite Ebene bekommt, wo wir was abstellen können, brauchen wir einen Rahmen. Ich habe mich dafür für Eiche entschieden. Das passt einfach hier zu diesem Badezimmer sehr gut, weil ein, zwei kleine Accessoires auch aus Eiche bestehen. Und das Ganze habe ich dann an meine Tischkreissäge zugesägt. Was ist, wenn man keine Tischkreissäge hat? Es gibt auch nochmal von der Powerful All Serie eine kleine Handsäge, die kann ich empfehlen für Einsteiger. Oder alternativ könnte man das Ganze... Plattenzuschnitt 24 bestellen. Genau, bei Plattenzuschnitt 24 könnt ihr euch das Ganze bestellen. Mhm. Plattenwerkstoff, gibt es unterschiedliche Plattenstärke, Materialien. Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und als Highlight habe ich hinten nochmal einen Falz reingeschnitten, damit wir dann später einen LED-Stripe einkleben können. Die Acrylglasplatte hat eine Lichtdurchlässigkeit von... Ich schätze 70. 70, ich weiß es leider nicht mehr so genau. Auf jeden Fall lässt sich Licht durch und da haben wir quasi eine indirekte Beleuchtung. Mhm. Darüber gibt es aber dann nochmal ein extra Video. Dann gehen wir auf die Einzelheiten hier im Badezimmer genau ein. Also. Thema Beleuchtung. Den Rahmen haben wir dann auf Gärung geschnitten. Das ist die einfachste Verbindungsart, die es gibt. Wenn ihr das Ganze nicht zur Verfügung habt, könnt ihr das Ganze auch stumpf miteinander verschrauben. Sowie auch die mittlere Trennwand. Die habe ich auch einfach stumpf eingeschraubt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr später Einlegeböden einsetzen wollt, die ihr verstellen könnt. Und wenn ihr jetzt einen Einlegeboden von 80 habt, der ungefähr 8 mm stark ist, das Ganze biegt sich dann durch. Ne? Mhm. Bei den Mädels heutzutage, bei dem ganzen Equipment, was die haben. Ne? Ich habe gar nicht so viel. Ach so. Habt die drei Kisten gerade gesehen? Gar nicht. Und da solltet ihr auf jeden Fall eine Trennwand einbauen. Um auf den Rahmen nochmal einzugehen, da ist es ganz wichtig, dass ihr natürlich auf den rechten Winkel achtet, damit die Einlegeböden nicht schief sind. Wenn ihr keinen rechten Winkel zur Hand habt, nehmt euch einfach ein Maßband, zieht die Diagonale und daran könnt ihr ja auch sehen, ob das ein rechter Winkel ergibt. Genau, wenn das heißt, wenn ihr das gleiche Maß habt in der Diagonale, dann habt ihr 90 Grad Winkel. Ich denke, das weiß jeder. Ach so. Und dann nochmal zu erwähnen, wir haben ein Lochrastersystem hier eingebracht. Das heißt,
ganz, ganz viele kleine Löcher. Mhm. Fandest du nicht so schön, ne? Die ganzen kleinen Löcher? Ja, nicht so schön vom Anblick erstmal, aber es ist natürlich ganz cool, dass ich somit dann die Böden flexibel verstellen kann. Genau, bei ganz vielen verschiedenen Nagellackfläschchen und Döschen ist es, glaube ich, sehr, sehr angebracht. Ne? Den Rahmen an sich haben wir dann auf dem Fenster hinten raufgeklebt. Das heißt, wir haben uns das Fenster einfach flach hingelegt und dann den Rahmen draufgesetzt, nur mit Leim das Ganze fixiert, ein bisschen Druck zugeben mit Schraubzwingen und einfach so ruhen lassen einen Tag und dann ist das Ganze wirklich bombenfest. Mhm. Ihr solltet darauf achten, dass das Fenster, womit ihr dann, also den Rahmen mit dem Fenster verklebt, dass da nicht wirklich viele Lackreste sind. Das solltet ihr wirklich alles runterschleifen, damit ihr auch ein bisschen Holz habt, damit der Leim eine Verbindung eingehen kann. Ja. Richtig. Und jetzt ist der Rahmen fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Fensterflügel. Ja. Sprich Spiegelglas einkleben. Das alte Glas wurde eingekittet. Ihr könnt natürlich auch nur ein Fensterkit besorgen und das Ganze dann schön einkitten. Ist ein bisschen mühselig, würde ich sagen. Aufwendiger, aber natürlich traditioneller. Wir haben jetzt durchsichtiges Silikon verwendet. Genau. Nicht zu viel, weniger ist da mehr, sonst quillt das Ganze raus. Ja. Schön einsetzen, mindestens 5-6 Stunden trocknen lassen. Ansonsten kann es durchaus sein, dass das Fensterglas dann wieder rausfällt. Ja. In der Zwischenzeit, wo die Fensterflügel trocknen, kümmern wir uns um den Fensterrahmen. Den haben wir an die Wand geschraubt mit 4 Halter. Die Halter sind quasi kleine Winkel, die ich an jeden Eckpunkt gesetzt habe. Und dann haben wir das Ganze an die Wand gedübelt bzw. geschraubt. Das hast du gemacht. Und wir können auf jeden Fall empfehlen, macht das Ganze zu zweit bei so einem großen Fenster. Es ist nicht so einfach, das Ganze alleine an die Wand anzubringen. Genau, ein bisschen zu anjustieren, das ist schon besser zu zweit. Und im Anschluss könnt ihr dann die Einlegeböden einsetzen. Sieht man wieder, das Ganze ist ein sehr, sehr tolles System, denn bei den ganzen Kosmetiksachen, die heutzutage eine Frau hat oder die meisten Frauen, könnt ihr flexibel das Ganze einpassen. Und danach hast du wunderbar... Danach habe ich wunderbar die Spiegeltüren eingehangen. Und fertig ist der Spiegelschrank. Und da kann man endlich auch dieses ganze Ergebnis sehen. Und ich bin halt begeistert, aber klar. Ich bin auch begeistert. Du auch. Wunderschön das Ganze. Passend zu ihrem Unterschrank für den Waschtisch. Ja. Auch in diesem Design. Also ihr müsst nicht unbedingt immer alles wegschmeißen, wenn ihr was findet. Ne? Also man kann das auch wieder wirklich schön upcycling oder aufheben. Vor allem nicht sowas. Ja, wie ihr sehen könnt, wird dieser Spiegel auch fleißig benutzt. Natürlich fehlt jetzt hier nochmal die passende Beleuchtung. Und da seid ihr gefragt, vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee, was man jetzt dort machen könnte. Lasst es uns doch wissen und lasst einen Kommentar da. Dann nochmal ein kurzes Fazit. Ihr könnt quasi dieses Projekt mit nur ein Akku nachbauen. Sprich, ihr kauft euch mehrere Geräte ohne Akku und ein Gerät mit Akku und dann könnt ihr das Ganze problemlos nachbauen. Das ist halt das Schöne daran. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk und natürlich Mrs. Handwerk. Ciao.